sehr toller Film. Ja, komm, Schluss muss ich jetzt. Ja, ist okay. So, also eure Top 5 natürlich gerne auf giga.de, Giga im TV und dann auf Late Nights. Da könnt ihr gerne mal ein Brett erstellen und eure eigenen persönlichen Top 5 der Trilogien aufschreiben. Jetzt müssen wir ein bisschen Werbung machen. Wir haben unsere Top 5 der besten Werbespots zusammengekramt. Ja, könnt ihr euch jetzt mal angucken. Ja, viel Spaß, ganz toll. Giga auf Astra Digital und in vielen digitalen Kabelnetzen. T-Com und Giga suchen die besten Webmaster Deutschlands und sofort ist eure Stimme beim Homepage Awards 2007 gefragt. Wertet die nominierten Seiten in euren Lieblingskategorien und gewinnt coole Preise. Ihr bestimmt die Rundengewinner und entscheidet, wer in das Finale einzieht. Der Homepage Award 2007 ist powered by Giga und T-Com. T-Com bietet dir starke Hosting-Produkte von der kostenlosen Einsteigerseite bis zum High-End-Game-Server. Alle weiteren Infos und Anmeldung unter giga.de/homepageaward. Etienne Gardet mit seinen clownartigen Fingern nicht gerade volle Möhre auf diesen Basser gehauen hätte, hätte man jetzt eine Musik abspielen können, die normalerweise immer einleitet, wer jetzt kommt. Aber das können wir nicht, deswegen verschieben wir das nach hinten und rufen stattdessen nochmal Chuck Norris an. Genau, bei unserer langen Suche nach Chuck Norris sind wir ja bislang nicht fündig geworden. Nee. Diesmal wird es klappen, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe auch ein gutes Gefühl in meinem zweiten Nippel, den ja mein rechtes Ei vibriert leicht. Ja? Schon bisschen. Wieder? Ganz bisschen. Das macht es immer, wenn ich in der Nähe bin, oder? Mutterwitz jetzt? Vielleicht schnell Mutterwitz? Nee, ich warte auf die Auskunft. Ich will nicht schon wieder verkraulen. Ach, ja. Bitte jetzt ernst und seriös sein. Auch die Regie bitte nicht mehr mit Zwischenrufen stören. Jetzt wird's. Ja, schönen guten Tag, Schmidt. Guten Tag, ja. Ja, ich würde gerne verbunden werden, und zwar mit einem Chuck Norris in den Staaten. Ich habe da auch eine Adresse für Sie. 18653 Ventura Boulevard in der Suite 751. Also die Straße ist Ventura Boulevard. Ja, der Ventura Boulevard, genau. Das ist Tarzana in Kalifornien, 91356. Moment, bitte. Ein alter Kumpel von mir, den habe ich völlig aus den Augen verloren. Ja. Irgendwie, das ist, der war mit dem ich in der Schule gewesen. Nee, also ich habe da nichts eingefangen mit Chuck Norris, Ventura Boulevard. Ja, aber der hat mir schon irgendwie gesagt, dass er in der Ecke da wohnt. Irgendwie. Das, ja, also, wahrscheinlich lässt er sich da nicht eintragen. Oh Mann, der hat, also, gibt es das vielleicht Norris unter einem anderen Vornamen? In welchem Ort ist es genau? Tarzana, also wie dieser Dschungelheld. Tarzana mit einem A-Ende. Moment, bitte. Ja, Kalifornien. Ne? Da ist ja der Schwarzenegger ist da ja auch gut. In Tarzana habe ich nur Norris Amy eingetragen und ohne Rufnummer. Das ist eine Geheimnummer und Straße steht nicht dabei. Die Amy? Ja. Ach, ich glaube, das ist sogar die Schwester irgendwie. Die ist aber keine Nummer dabei. Da lässt sich nicht eintragen, dann der Teilnehmer. Ah, das ist ja. Mann, ja, es gibt auch keinen anderen Norris mehr, weil also Chuck ist eigentlich nicht sein richtiger Name. Das ist ja. Nur, der ist so. Also in Tarzana ist das einzige Eintrag mit dem Namen Norris, aber ohne Rufnummer. Oh ja, Mensch, haben Sie da irgendwie vielleicht eine Idee noch, wie ich den irgendwie so an die Strippe kriegen kann? Nee, hab ich nicht. Das ist halt echt ein alter Schulkumpel. Ich habe mit dem zusammen zu einem Abi gemacht und ich weiß, der hat bei mir. Ich war mit dem im Karatekurs und der hat bei mir mal. Ja, aber ich kann dir nicht weiterhelfen, weil wenn der Teilnehmer sich nicht eintragen lässt, dann kann man es nirgendwo. Ja, fahren. Einen Moment, ich blätter nochmal eben mein Notizbuch. Ja. Der hat mir hier irgendwie aufgeschrieben. Hier, das ist sein eigentlich richtiger Name: Carlos Ray. Haben Sie da was mit einer Carlos Ray Norris?
Geboren ist er in Ryan, Oklahoma ist das. Ist ja nicht Kalifornien, ne? Als Familiennamen jetzt Norris oder? Norris ist der Familienname und Ryan ist der Geburtsort. Und der heißt Carlos Ray, Vornamen Norris mit Nachnamen. Ryan, der Geburtsort, das liegt im Staat Oklahoma. Oklahoma, Moment bitte. Das ist aber auch nur der Geburtsort. In Oklahoma, also in Ryan habe ich gar keine Norris eingetragen. In Ryan selbst gar kein Norris? Gar kein, nein. Oh Mensch, ich gebe dir nochmal meinen anderen ehemaligen Klassenkameraden, das ist der Martin. Du, hast du noch eine Idee? Ja, hallo? Ja? Martin Wagner hier, eine kurze Frage und zwar, können Sie mal gucken, ob Sie unter Ranger in Ryan, Oklahoma was finden? Ranger. Ranger, Moment, bitte. R-A-N-G-E-R. Ja. Ist auch nichts eingetragen. Walker mit Vornamen. Nee, der Name Ranger ist auch nicht eingetragen. Und in Texas aber, ne? Musst du gucken. Also, können Sie mal in Texas gucken? Ranger, Walker Ranger. Moment, bitte. Ist ja auch nicht so groß, Texas. Da muss ja eigentlich, muss man den... Ranger, R-A-G-E-R. Ja, unter Ranger, Walker habe ich keinen Eintrag in Texas. Es gibt keinen Walker, Texas Ranger. Nein. Der ist der... Oh Mensch, der das habe ich Chuck. Mir fast gedacht, ey. Ja. Ja, wir müssen mal unsere Recherche machen. Müssen wir nochmal gucken. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Ja, danke für den Anruf. Ja, wir versuchen es nochmal später, ja, ne? Wiederschauen. Ja, tschüss. Ah, oh, das ist ja jetzt saublöd, ne? Ist gar nicht so einfach, den an die Strippe zu kriegen. Der hat sich... Das war die Adresse, die einer von unseren Zuschauern rausgesucht hat. Und zwar ist es irgendwie... Ich weiß nicht, wir müssen mal raus. Was hast du eigentlich gerade geguckt? Was war das? Johannes Barkmann? Na, es war die Startseite von Wikipedia. Ach so. So, hier, guck. Das ist nämlich, wir können die Seite ruhig zeigen. Die hat, die wurde nämlich verlinkt bei uns in der Community. Und da, wenn man da weiter runter scrollt, kommt nämlich hier irgendwo, wenn man weiter hoch scrollt. Wo ist das denn? Da war es doch. Da. Ja. Chuck Norris. People frequently ask me where they write to Chuck. This is the address given to me by Chuck's office. Er ist natürlich nicht wirklich verarscht. Wir müssen rausfinden, wo der wohnt. Ja, wenn ihr eine Idee habt, ihr seid natürlich, viele Gehirne sind besser als meins. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr Hinweise habt. Helft uns. Gesucht wird Chuck Norris, geboren in Ryan, Oklahoma. Chuck ist nun schon seit vielen Jahren verschwunden. Wir freuen uns über sachdienliche Hinweise in diesem Aktenzeichen 001. Bitte meldet euch Late Nights im Forum, wäre sehr freundlich. Wir haben auch für diese Suche ein kleines Foto, vielleicht können wir das kurz zeigen. Ja. So ungefähr sieht er aus. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens. Das war das letzte Bild, was von ihm geschossen wurde, seit er vermisst wurde. Ja, da ist er gerade Homecoming Queen geworden. In Texas, vielleicht Ryan, Texas. Könnt ihr uns ein paar Hinweise geben. Ryan Carlos. Nee, Carlos Ray. Carlos Ray, Ray Carlos? Aus Ryan, Oklahoma. Was ist überhaupt Ryan für ein Name für eine Stadt? Ich komme auch nicht aus. Steven. Es gibt eine Stadt, die heißt Bismarck. Echt? Ja. So wie, Na? Der Keks. So, was haben ich wir denn jetzt? Aus der Keks. Also, Chuck Norris hat nicht geklappt, ist ja super. Was, ist nicht schlimm. Was, was ich habe noch was anderes klappt als nächstes nicht? Doch, es klappt noch was. Und zwar, der ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Viele von euch kennen vielleicht den super coolen Film Napoleon Dynamite. Einer der lustigsten Filme unserer Zeit. Und da gibt es eine Dialogszene, da sagt er, oder er ruft bei einem Zoo an und fragt, ob die einen Liger haben. Und er sagt, es ist eine Kreuzung aus einem weiblichen Tiger und einem männlichen Löwen. Er ruft beim Zoo an? Ja, irgendwie so. Ist das nicht, er ruft doch beim Nein. Zoo an oder und fragt, do you have a liger? Nein, er malt, also kann sein, aber er malt ja, auf jeden ja, Fall ja, diese Cross-Mixes zwischen zwei Kreaturen. Genau. Und da denkt man, haha, wie lustig. Und dann sagt er, ja, sie meinen zwischen einem weiblichen Löwen und einem männlichen Tiger und sagt dann, nein, das ist ein Tiger. Und Tiger sind nämlich klein und schmal und genetisch minderwertig, aber Liger, also sprich, weibliche Tigerin, männlicher Löwe. Lion plus Tiger. Genau, daher kommt das. Die sind richtig krass. Und ich habe immer gedacht, das ist ein Fantasiewesen. Neulich habe ich Du erinnerst mich an meinen Mathelehrer. Du erklärst genauso wie der. Deswegen hast du nie was verstanden, ja, oder? Ja, genau. Es macht bestimmt irgendwie es Sinn, lag aber nicht nur für an ihn. Dir. Ja, jedenfalls haben wir recherchiert. Und ich kann euch jetzt eine Weltsensation zeigen. Sekunde. Es gibt ihn wirklich. Ne? Jetzt, ich hoffe mal, du hast das nicht weggemacht da. Warte. Ich, zack. Unschuldig. Zack. Da ist er, der Liger. So. Ah! Better. Guckt euch das mal an, das ist der Hammer. This is Sinbad, a captive-bred supercat